Ich schaue ja manchmal, zu meiner Schande, Videos von Menschen, die ich gar nicht mag. Manchmal, um mich zu ärgern, einfach nur, und manchmal einfach nur, um zu wissen, was auf der anderen Seite so los ist. Ich mag den Ketzer der Neuzeit überhaupt nicht. Ich finde, er ist intellektuell sehr erbärmlich. Er laut so gecancelt, das habe ich gesehen. Ich kann nur sagen, sehr manipulativ, ihr werdet an seinem Verhalten während dieses Gesprächs merken, er hat einen Dialog-Tree. Das heißt, er hat eine Frage, die er stellt, die bereitet er vor. Er hat dann so zwei, drei unterschiedliche Varianten, wie das Gegenüber antworten kann. Und darauf hat er dann vorbereitete Antworten. Diese Antworten, wir können gern anhand von zwei, drei Beispielen dann schauen, wie wenn man dann weiter nachfragt, dass die keinen Sinn machen. Aber die sind so ausgelegt, dass sie schnell im Moment das Gegenüber vor rhetorische Zwickmühlen oder Probleme stellen, die nicht immer leicht sind, in einer Live-Situation zu manövrieren und irgendwie zu erklären, wieso das Argument nicht funktioniert. Ich will jetzt hier, wenn ich das jetzt die Bank hier nicht sagen, ja, aber schau, der hätte es so und so machen müssen, wenn da eine Kamera vor ihm steht, wo er weiß, ja, das werden so 200.000 Menschen sehen. Ist natürlich sehr, eine ganz andere Situation, ich will mich da jetzt nicht irgendwie als schlauer darstellen als die. Wir werden zwei Sachen machen. Wir werden uns erstens einmal anschauen, wie uncharismatisch der Ketzer der Neuzeit ist, weil das ist für mich das Allerärgste. Der geht auf die Straße und ist so richtig übereifrig. Das heißt, es ist nicht, dass der so dass der so ein soziales Charisma hat, wo ich so denke, ja, mit dem kann man sich gechillt unterhalten, sondern der ist einfach voll in seinem Propagandatrip drin und ist da so richtig eifrig, okay, nein, ich weiß die Antwort, und dann stellt er macht er den nächsten Punkt aus seinem vorbereiteten Gespräch. Das heißt, darüber werden wir uns lustig machen, und zweitens werden wir uns anschauen, was die Person hätte sagen können, wie man diese Punkte zerlegen kann, wenn man denn möchte. Man kann auch einfach sagen, ja, ich finde das nicht so spannend jetzt, ehrlich gesagt. Man muss nicht mit diesen Leuten reden, aber wenn man mit ihnen redet, ist es wichtig, ein paar von ihren Tricks zu kennen. So, das mal als Vorgeplänkel, mit Jugendlichen über die AfD quatschen, vom Ketzer der Neuzeit, wir starten rein. Hetzer der Neuzeit wird das ausgesprochen, wir werden schauen, ob er in diesem... Also das ist ein Zitat, ne? Nicht aus dem Kontext schneiden, da sind Sachen dabei, wie dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde, weil jetzt so viele Ausländer hier sind, und das finde ich krass fragwürdig. Da hat zum Beispiel der Schattenmacher auch gesagt, ich weiß jetzt nicht, um wen es hier geht, aber der Schattenmacher hat tatsächlich gesagt, er tut sich schwer zu sagen, dass der Holocaust fehl am Platz war. Bei jeder Bewegung, das ist scheiß klar. 100%. Das ist so wie zu sagen, bei den Grünen sind nur, oder bei den Linken sind nur linksextreme Antifas, die Polizisten zusammenschlagen. So. Nein, natürlich nicht. Erinnert ihr euch noch an die letzte Folge, in der ich mit meiner sehr basierten Kollegin und guten Freundin Tainisha einige Passanten mit... Ich darf nicht haten. Ich finde, es ist qualitativ hochwertig produziert. Das Intro ist ein typisches YouTube-Intro. Das triggert mich einfach, wenn ich das schaue. Aber jetzt hier, die Musik ist gut. Ich finde den Kameraeffekt cool, so ein bisschen verzerrt, mit einem lustigen Latt. Also Videoqualität, will ich mal von vorn weg sagen, ist gut. Mit einigen kritischen Fragen konfrontierte. Dürfte man das machen, also über Transleute auch Witze machen im Rahmen der Comedy? Ich finde nicht. Als mir da nämlich diese Jungs über den Weg liefen, wurde es sehr, sehr interessant, weshalb das Gespräch mit diesem sympathischen jungen Mann auch eine eigene Folge verdient hat. Oh, dich kenne ich doch. Ja, ich schon mal gesehen, auf jeden Fall. Und lass mich raten, TikTok. Tut mir leid, dass du ihn schon mal sehen musst. Nein, YouTube. Ach, stark, YouTube. Wow. Du machst ja so immer politische Sachen und so, ne? Genau, ja, genau. Ich glaube, ich kann eher für alle Frauen sprechen als du. Aber woher willst du wissen, dass ich auch nicht drauf bin? Ja, Freunde, bin ich eine Frau? Was sagt ihr? Keine Ahnung. Was weiß ich? Rein vom... Soziologische Konzepte gibt's nicht. Basis irgendwie von sozialwissenschaftlichen Theorien gibt's nicht. Ich meine, wir haben das Thema schon so oft diskutiert. Ist ein Unterschied zwischen Sex und Gender jetzt im allgemeinen Diskurs. Es gibt auch Personen, die diese Unterscheidung kritisieren, aber aus einer progressiven Richtung. Ist ein komplexes Thema, ist sehr viel komplexer als bin ich jetzt eine Frau. Also ja, aber da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein, weil ich nehme an, da wird es nicht drum gehen in diesem Gespräch. Von der Optik her würde ich natürlich sagen, nein, also, aber wenn du dich als Frau identifizierst, dann ist dir das doch völlig offengelegt, oder? Also bestimme ich sozusagen die Realität. Wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, dann bin ich es auch.
wenn du das sagst, dass du eine Frau bist in meinem Freundeskreis oder wenn du das jetzt mal sagen würdest, würde ich das respektieren. Based. Aber bin ich dann auch eine? Also einfach objektiv, bin ich dann eine Frau? Rein biologisch gesehen nein, aber... Kommt drauf an, was für dich eine Frau ist. Wenn du eine Definition von Frau hast, die Transfrauen ausschließt und eine Definition von Frau hast, die dazu führt, dass sehr viele Personen, die dieser Definition dann nicht entsprechen und gegen die dann diskriminiert wird in der Gesellschaft, weil ihnen verwehrt wird, ihr Leben so zu leben, wie sie leben wollen, was dann zu einer höheren Suizidrate führt, dann finde ich das eher scheiße. Und das würde ich mir überdenken, wieso es dir so wichtig ist, eine Definition von Frau zu wählen, die dazu führt, dass Transfrauen Sudoku machen. Warum ist dir das so wichtig, eine suizidale Definition von Frau oder Mann zu verwenden? Das wäre einfach meine Gegenfrage. Wenn du als Frau behandelt werden möchtest, dann behandle ich dich auch als Frau. Was bedeutet das? Das macht mir Angst. Ja, dann werde ich dich sexuell belästigen. Das will er damit sagen, glaube ich. Dann ins Frauenklo. Ich sag da nichts zu, da ist hier zu viel Potenzial, jetzt irgendwie hier in eine Diskussion zu geraten. Ich sag dir, wie es ist, weil ich habe schon deine Handyhülle gesehen, so AfD durchgestrichen. Ja. Eigentlich müsstest du jetzt sozusagen um dieser Linie treu zu bleiben. Hey, Frauensport, da dürfen dann auch Männer mitmachen wie ich, die sagen, sie sind eine Frau. Nee, aber AfD durchgestrichen heißt... Ich bin dafür, Frauensport sollen die Organisationen, die diesen Frauensport tatsächlich organisieren eben, sollen die entscheiden, wer da mitmacht. Gibt's ja so Schiedsgerichte, sollen die machen. Heißt ja nicht, ich muss einer Linie treu bleiben, also doch heißt, ich muss einer Linie treu bleiben, das heißt einfach nur, ich finde Nazis scheiße. Ja, ja. Das finde ich auch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass die AfD Nazis sind. Bist du blind? Es gibt Nazis in der AfD. Mhm. Es gibt auch bestimmt Nazis in der Fanmeile, wo ich jetzt gleich Fußball gucke, aber deswegen ist ja nicht die Fanmeile gleich alle Nazis. Genau. Aber zum Beispiel hat der Bundesverfassungsschutz gesagt, die ganze AfD ist ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Meines Wissens nach, also nach meinem Informationsstand, war keine Fanmeile in Deutschland, wird keine Fanmeile in Deutschland vom Verfassungsschutz als potenziell rechtsextrem eingestuft. Also nur um da jetzt ein bisschen rechtliche Klarheit hineinzubringen. Da wurde dann auch dagegen rechtlich vorgegangen. Ich glaube, ich glaube, dass das mittlerweile bestätigt wurde, dass das rechtmäßig ist, diese Einstufung, und es wird da halt weiter ermittelt. Und einzelne Landesverbände der AfD sind ja schon gesichert rechtsextrem. Wir können gern uns Zitate von Björn Höcke anschauen. Björn Höcke, wer heißt jetzt? Björn Höcke, er heißt Björn Höcke, aber er wird verarscht mit Björn Höcke. Also Björn Höcke, können wir uns gern anschauen, was der sagt. Der ist sehr wirkmächtig in der Partei nach und nach. Also es gibt viele Politikwissenschaftler, die sagen, die AfD hat schon als eine Rechtsalternative bis rechtsextreme Partei angefangen und ist eigentlich nur mehr nach rechts gewandert. Also die Aussage, dass die AfD eine Partei ist, die zumindest Verbindungen zu Nazis hat, sie beschäftigen irgendwie 100 Angestellte, Parlamentsangestellte im Bundestag, die Verbindungen in rechtsextremistische Kreise haben, beziehungsweise selbst mal rechtsextremistisch aktiv waren. Es gibt zahlreiche Zitate. Also die Behauptung, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, und deswegen sind Leute, die die AfD wählen, finden das zumindest so halbwegs okay. Ist was ganz anderes, als zu sagen, ja, wenn ich da jetzt auf einer Fanmeile bin, wo, weiß ich nicht, Ausländer rausgerufen wird, dann ist das jetzt auch Nazi. Also das sind einfach ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Aber gut, wenn du nicht siehst, dass die AfD eine Partei ist, die zumindest attraktiv ist für Nazis oder die Nazi-Positionen beheimaten kann, beziehungsweise rechtsextreme Personen anstellt oder ganz enge Verbindungen zu denen hat, man denkt an das Potsdam-Treffen und so weiter und so fort. Wenn du das nicht sehen willst oder nicht kannst, sagen wir mal, wenn du es nicht sehen kannst, solltest du dich nicht über Politik äußern. Wenn du es nicht sehen willst, warum willst du es nicht sehen? Ja, das stimmt. Das war ein fairer Punkt. Aber das ist ja fragwürdig, dass die Nazis sich am ehesten der AfD anschließen. Also ja, ich denke, weil die AfD halt als einzige Partei gewisse Standpoints hat, die auch Nazis haben. Aber nicht alle Standpoints, die auch Nazis haben, sind gleich schlecht. Wenn jetzt ein Nazi sagt, ja, der Himmel ist heute ziemlich grau und regnerisch, dann ist das halt einfach erstmal die Realität. So, das hat jetzt nichts mit deren... Es geht jetzt nicht nur um Inhalte, es geht auch um tatsächliche Strukturen, also Personalverbindungen. Also diese Sache mit den 100 Bundestagsangestellten von der AfD, die Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen haben, da müssen wir noch gar nicht über Inhalt diskutieren. Das ist einfach ganz klar, dass es da personelle Überschneidungen gibt. Hass auf andere Menschen. Zwischen Rechtsextremismus und der AfD. Und wenn jetzt die AfD sagt, hey, wir müssen unsere Grenzen schützen, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir Ausländer hassen, sondern dass wir sagen, hey, wir brauchen dann eine kontrollierte Einwanderung, weil sonst geht das Land flöten.
zu sagen, dass das Land flöten geht, nur weil Ausländer reinkommen, ist Ausländerhass. Ich jetzt einfach mal also das einfach per se zu sagen, ist eine Ablehnung von Ausländern aufgrund ihrer Ausländerexistenz. Und das ist halt zumindest diskriminierend, es ist menschlich scheiße und es ist halt ausländerfeindlich. Was will man machen? So, aus dem Stegreif. Ja gut, ich will hier gar nicht abrutschen. Wollen wir über die Fußball-EM reden? Schauen, das ist wenigstens ein basierter Typ. Der hat ein Bier in der Hand, hat ein Deutschland-Leiberl, ist bei der EM-Fanmeile, will Fußball schauen. Jetzt wird der da angesprochen von so einem Rechtsextremisten. Wird gefragt, sagt, jo, ich finde die AfD scheiße. Ich finde auch, es ist okay, wenn eine Person als sie angesprochen werden will, unabhängig davon, was ich mir da jetzt denke. Ich bin einfach höflich, ich respektiere deren Art und Weise zu leben und gut ist. Und der wird da jetzt konfrontiert und sagt, hey, ich sehe schon, du hast andere Meinung als ich, aber reden wir doch über Fußball. Das ist doch okay. Also, da soll man noch einmal sagen, dass nur ganz verrückte, ganz extreme Leute, die dir ihre Politik Vorstellungen ins Gesicht schreien, die Woken sind alle so schlimm, die schreien nur herum. Nö, sind gechillt. Ganz entspannte Menschen sind wir. Kommt zu uns. Kommt zu uns, ihr könnt ja auch Menschenrechte ernst nehmen. Ich sag 2-1. Ein paar Sekunden später. Der ist vom Gericht als Faschist anerkannt. Und für mich ist, also reicht es schon. Also, ich weiß nicht, über wen wir reden, aber ich nehme an, wir reden hier jetzt über Bernd Höcke. Und deswegen, ja. Um nicht die AfD zu wählen, weil sie die Partei ist, der er sich angeschlossen hat. Ja, verstehe den Punkt. Und das ist halt nur, um da vielleicht ganz kurz reinzugrätschen, dieses Autoritätsargument. Du sagst, oh Gott, das ist jetzt ganz... Sagst halt, hey, da gibt's eine Autorität, in dem Fall das Bundesverfassungsgericht, oder... Ist ja nur das Bundesverfassungsgericht. Okay, jetzt müssen wir hier unterscheiden zwischen einem Autoritätsargument und dem Fehlschuss des Autoritätsarguments. Also der eine ist okay, das andere nicht. Wenn ich jetzt Klima habe, ich sag, gib den Klimawandel, schau, sogar George Clooney hat das gesagt. Das ist falsch. Weil der ist in diesem Zusammenhang keine Autorität. Wenn ich jetzt aber sage, es gibt einen Klimawandel, schau, IPCC, im IPCC-Bericht kannst du das nachlesen, eigentlich jegliches klimatologische Forschungsprojekt geht von der Basis aus, dass es den Klimawandel gibt und führt dann weitere Belege an, wieso es den gibt und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt auf diese Institutionen verweise, ist auch ein Autoritätsargument, ist kein Fehlschluss. Weil sonst könnte ich ja nie mit Beweisen argumentieren. Dann wäre ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Staat habe und ich habe ein Gerichtsurteil und ich sage dann, hey, laut diesem Gerichtsurteil ist das der Mörder, dann ist das ja auch, das ist auch ein Autoritäts... Ich meine, es ist ein Autoritätsargument, aber es ist trotzdem legitim, das zu sagen. Beweist es, dass es der Mörder ist, letztgültig? Nein, weil es kann ja sein, dass das Gericht einen Fehler gemacht hat. Es kann ja sein, dass jeder auf dieser Welt einen Fehler gemacht hat. Aber trotzdem zu sagen, immer wenn ich auf eine Expertise verweise, ist das falsch, so funktioniert das nicht. Weil da könnten wir auch eigentlich jegliche Form von systematischer Wissensgenerierung vergessen und einfach sagen, also ich fühle, dass das so ist und du fühlst, dass das so ist und da können wir jetzt leider nichts machen. Nein, manchmal muss man auf Expertise verweisen mit dem Wissen, dass die Expertise auch falsch liegen kann, aber dann muss man halt argumentieren, wieso sie falsch liegt und so weiter und so fort. Aber einfach nur zu sagen, ja, das sagen die jetzt und deswegen ist es ein Autoritätsargument und es gilt nicht. Es funktioniert ein bisschen anders. Leonard heißt er. Lieber Leo. Der Verfassungsschutz besser gesagt. Und die sagen halt jetzt, hey, dieser Mensch... Er hat mir das beigebracht. Ich bin ja woke indoktriniert. Ich studiere ja an der Universität. Mensch ist so. Und weil diese Autorität das gesagt hat, vertraue ich der Autorität. Ist ja auch erstmal naheliegend. Hey, die müssen es ja wissen irgendwie. Aber... Das ist kein starkes Argument. Das ist so wie zu sagen, so hey, mein Lehrer, das wäre jetzt die Autorität, hat gesagt, morgen wird die Sonne auf den Planet Erde runterfallen. So. Dann okay, er hat einen guten Punkt. Der Lehrer ist nicht in der Lage, das zu sagen. Der Lehrer, der kann vielleicht, wenn ich jetzt einen Deutschlehrer habe und ich frage so, ja, also was für Bücher hat so Goethe geschrieben? Und der sagt dann, ja, okay, Faust. Und mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen. Er hat doch Gedichte geschrieben. So, okay, aber der sagt, ja, Faust und noch ein paar weitere Dinge. Dann ist das okay. Der kann das beantworten, der ist da eine Autorität, der kennt sich mit deutscher Literaturgeschichte aus. Gut. Wenn ich jetzt zu einem Klimatologen hingehe und frage, hey, welche Werke hat Faust, Goethe geschrieben? Und der sagt, ja, also Leviathan und das Café am Ende der Welt. Naja, das ist keine Expertise. Aber das ist halt ein relevanter Unterschied, ob die Person, die ich zu irgendwas befrage,
auch tatsächlich sich in dem auskennt, wozu ich sie befrage. Darum geht's ja. Und nochmal, nur weil jetzt das der Lehrer sagt, heißt es nicht, dass es automatisch stimmt. Ich muss dann immer noch schauen, okay, dann google ich halt im Internet, hat Goethe den Faust geschrieben. So, und dann weiß ich, aber so funktioniert das. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ich kann mich überhaupt nicht auf Expertise verweisen. Weil das ist dann natürlich die Möglichkeit, wie Leute wie der Leonard in der Lage sind, wissenschaftlichen Konsens, wie das der Klimawandel menschengemacht ist und das Ding gibt und dass das ein großes Problem ist für uns als Menschheit, einfach wegwischen kann. Weil immer wenn ich sage, schau, lies im IPCC-Bericht nach, da steht irgendwie, dass wenn wir jetzt nicht langsam was tun, dass die Erde den Bach runtergeht, klimatologisch, dann kann er einfach sagen, nö, Autoritätsargument gilt nicht. Ich persönlich fühle, weil es im Winter letztes Jahr mehr geschneit hat als davor, dass nichts Schlimmes passiert ist. So. So kann man halt keine Diskussion führen. Lieber Mellowbob, danke dir für den Prime-Sub. Liebe Leute, ihr könnt das auch. Also wenn ihr euer Prime noch herumliegen habt, nutzt es bei mir. So wie Mellowbob. Seid wie Mellowbob. Danke dir. Expertenstatus ist ja eigentlich auch gut definiert mit einer gewissen Zeit, mit der man sich mit dem Thema beschäftigt haben muss. Ja, ich meine, es ist halt immer was, worüber man diskutieren kann. Und man kann jetzt auch sagen, ja, so jemand wie Arnulf Baring, zwar Politikwissenschaftler, weiß nicht, ob der so als ein Experte gelten kann wie manch andere. Aber gut, wenn man sich seine Takes anschaut, eher schlecht fundiert, schlechte Argumentationsstruktur, wie dem auch sei. Kluber Twins hat Prime Sub Stufe 1 auch geschenkt. Mit dem Namen Prime Sub hat man sicherlich schon viele Dinge geschnallt. Steht, wir haben den Golden Kappa Train. Wie wird entschieden, wer den bekommt? Würde mich echt interessieren. Grüß dich, Bartonek. Servus. Weather. Bartonek. Würdest du ja nicht auf die Idee kommen, ja, das ist halt mein Lehrer, der würde es ja schon wissen, so, ne? Der hat ja studiert, sondern da würdest du erstmal sagen, hey, hast du irgendein Argument dafür, was dafür spricht? Und jetzt wäre die Frage, hast du irgendein Argument dafür, dass Björn Höcke ein Faschist ist? Also ich verstehe die Debatte, aber hättest du... Ja, also er macht ja das Video auch, damit ich es schauen kann, ja, dann habe ich Argumente. Ein Argument dafür, weil die einzige Aussage, die mir so einfällt, ist dieses halt, alles für Deutschland. Das gab es mal, diese Aussage von Björn Höcke. Gibt noch mehr. Okay. Die Parole, ja. Genau. Und tatsächlich, wenn man sich mit dem Satz alles für Deutschland beschäftigt, dann merkt man, dass es damals zu der Zeit, so in den 30ern, die Nazis und die Kommunisten... Schau, da sehen wir. Das weiß doch kein normaler Mensch, wenn er sich nicht extra darauf vorbereitet. Also er hat da seine Talking Points, der geht dahin, der ist nicht interessiert an einem ehrlichen Gespräch. Alle Menschen, die klar denken können, haben das schon gewusst. Für die, die es noch nicht gewusst haben, mache ich es jetzt hier klar. Er bereitet sich halt auf diese Gespräche vor, um vor der Kamera eine Performance abzuliefern. Ist ja auch okay. Nur, wie schreibt ihr hier, so funktioniert ein offener Diskurs. Nein, so funktioniert nicht ein offener Diskurs. Die haben diesen Begriff bzw. diese Worte alles für Deutschland genommen, um für sich Parteipolitik zu machen. Und kurz zum Kontext für alle, die sich fragen, was ich da gerade schon wieder erzähle. Auf insüdthüringen.de lesen wir, alles für Deutschland war auch ein Kampfaufruf von Demokraten aus SPD, Liberalen und Christen zum Schutz der Ersten Republik. Alles für Deutschland ist im Endeffekt... Und bekannt wurde aber dieser Ruf als Parole der Schutzabteilung? SA ist Schutzabteilung, oder? Ich rede immer nur von Abkürzungen. Schutzabteilung ist SA, oder? Das wie in den USA, America First, einfach ein bisschen so Grundlage. Ja, hey, wir sind Deutschland, ich mache jetzt eine Politik für die Deutschen und deswegen werde ich sagen... Das ist aber schlecht. Weil auch Menschen außerhalb von Deutschland sind Menschen und denen soll es auch gut gehen. Hey, die Interessen von Deutschland sind an erster Stelle. Sturmabteilung. Stelle. Danke. Jetzt muss man natürlich fragen, bedeutet das jetzt, dass wir alle Ausländer... Genau. Schutzstaffel und Sturmabteilung. Abschieben, wenn es das bedeutet, dann ist es irgendwie, das macht keinen Sinn so. Das ist nicht fair, nicht gerecht. Aber darüber müsste man ja erstmal mit dem Höcke zum Beispiel sprechen, denke ich. Der Höcke wurde schon oft gefragt, ob er Nazi ist und mit Zitaten konfrontiert. Er wurde auch schon oft gefragt, ob er Landolf Ladig ist. Er gibt auf sowas einfach keine Antworten. Also mit Bernd Höcke darüber zu sprechen, hat wenig Sinn. Ich meine Bernd Höcke, Entschuldigung. Aber dieses zum Beispiel, dieses Alles für Deutschland, das ist ja, also das ist ja ein bisschen mehr dabei, als jetzt einfach zu sagen, okay, irgendjemand hat gesagt, der hat das gesagt und es ist strafwürdig, weil das eine Nazi-Parole und sowas. Und es ist halt einfach. Geiler, chilliger Typ. Ich vertraue dem, was da geurteilt wurde.
weil sonst könnte man... Vertrauen in die Justiz, cringe. Gar niemandem mehr vertrauen. Also ich finde, wenn man jetzt nicht mal mehr einem... also natürlich, wenn man nicht mal mehr der Regierung vertrauen kann, doch, komm mal dahin. Natürlich, man kann... Und jetzt haben wir hier leider eine ganz glasklare Lüge. Oder ich will ja nicht hier jetzt gemein sein und dem Leo unterstellen, dass er lügt. Also bin ich nicht. Oder eine glasklare Dummheit. Gibt einfach eine unabhängige Justiz, die unabhängig von der Regierung agiert. Es ist der Fall. Es gibt sehr viele Mechanismen, die irgendwie verhindern, dass Richterinnen in ihren Entscheidungen von politischen Mandataren eingeschränkt werden können, sei es in der Regierung, sei es was auch immer. Nicht einmal der Bundeskanzler in Österreich. Ich bin leider kenne mich nicht so genau aus in Deutschland, ich bin aber sehr sicher, dass das da eine sehr ähnliche Regelung gibt. Nicht einmal der Bundeskanzler, nicht mal der Bundespräsident ist in der Lage, einen Richter von einem Landesgericht zu verschieben oder ihn zu entlassen oder irgendwie zu sagen, ja, nein, du arbeitest da nicht mehr. Da gibt es ganz klare Prozeduren und Mechanismen, die verhindern, dass politisch Einfluss genommen wird auf die Justiz. Diese werden immer wieder aufgeweicht, vor allem wenn wir uns die ÖVP in Österreich anschauen, aber die gibt es dennoch. Und diese Aufweichung ist meines Wissens nach in Deutschland deutlich weniger vorangetrieben. Mittlerweile haben wir eine bessere Justizministerin, Dagmar Zadic, die da auch härter dagegen vorgeht, das einschränkt. Wie dem auch sei, die Behauptung, ja, Justiz ist gleich Regierung, ist sehr, sehr dumm. Zeigt einfach, dass er nicht versteht, worum es geht. Man kann von mir aus gegenüber der unabhängigen Justiz sehr kritisch gegenüber eingestellt sein, bin ich auch. Aber zu sagen, ja, das ist ja nur die Regierung, ist einfach falsch und einfach dumm. So. Und es zeigt auch für mich irgendwie einen gewissen fehlenden Respekt vor seinen Zuschauerinnen, dass er davon ausgeht, dass die zu doof sind, um zu checken, dass er hier entweder einfach lügt oder keinen Plan hat. Also das ist einfach so eine dumme Behauptung, das einfach in dem Video zu sagen, wenn ich das zu euch sagen würde, ich hoffe, ihr würdet euch beleidigt fühlen in eurer Intelligenz. Natürlich sagen, so Gerichte sind nicht immer so glaubwürdig. Oder Politiker, aber oder... Ne? Auf jeden Fall Politiker heutzutage sowieso nicht. Politiker beeinflussen halt die Leute, also zum Beispiel den Verfassungsschutz. Und deswegen haben wir halt mit dem Verfassungsschutz keine neutrale Quelle, sondern einfach... Nice viele Schnitz. Ich habe ja gehört, das ist Aufnahme, nicht Aufnahme, ich habe gehört. Ich glaube, ich habe einmal eine Aufnahme zugeschickt bekommen von dem Leo, wie er live argumentiert in so einer Situation und er ist richtig dumm. Also ich habe gehört, er ist überhaupt nicht in der Lage, tatsächlich im Moment dann effektiv dagegen zu argumentieren. Deswegen muss er immer diese kurzen Schnitte machen. Und jetzt auch hier. Wie viele Schnitte waren das? Also, komm mal dahin. Natürlich, man kann natürlich sagen, so Gerichte sind nicht immer so glaubwürdig. Oder Politik. Das kann man nicht sagen. Ja, oder... Nee, man kann sagen, ja, ich widerspreche diesem Urteil oder ich sage, das ist falsch. Ich kann nicht prinzipiell sagen, Gerichte sind unglaubwürdig. Ich kann sagen, die Basis, auf der sie ihre Urteile fällen, sind unglaubwürdig, aber dann liegt es nicht an den Gerichten, sondern liegt es an der Gesetzgebung. Dann müssen wir an die Politik ran. Auf jeden Fall, Politiker heutzutage sowieso nicht. Politiker Aber wie wollen wir es schaffen, linke Politik wieder in die Mitte der Gesellschaft zu bringen? Ich würde fordern, dass die Werte, die eine Gesellschaft wie die deutsche oder die österreichische aufrechthält, Meinungsfreiheit, irgendwie ein gewisses liberales Grundprinzip, zu sagen, ja, wir müssen die Menschenrechte wahren, dass wir das einfach ernst nehmen. Und dann müssten wir schon sehr viele Verbesserungen vornehmen. Also ich würde einfach sagen, ja, ganz klar machen, dass das, was wir eh schon behaupten, hochzuhalten, dass das am besten durch eine linke Politik, wie auch immer, die können wir uns dann im Detail anschauen, erreicht wird. Beeinflussen halt die Leute, also zum Beispiel den Verfassungsschutz und deswegen haben wir halt mit dem Verfassungsschutz... Okay, eins. Also wir haben schon zwei Schnitte. Die Leute, also der Verfassungsschutz, jetzt noch ein Schnitt, zwei. Verfassungsschutz keine neutrale Quelle, sondern einfach eine politikgebundene, eine regierungsgebundene Organisation. Im Verfassungsschutz sitzen neutrale Personen. So... Das weiß ich jetzt nicht in Deutschland. Wie werden die Angestellten des deutschen Verfassungsschutzes ernannt?
Okay, für mich scheint es einfach so aus, dass das eine Behörde ist, die interne Richtlinien hat darüber, wie sie Personen ernennen, dass das nicht auf Bestellung von dass nicht auf Bestellung von Politikerinnen erfolgt, sondern dass das einfach eine Behörde mit Beamtinnen ist, die da halt arbeiten. Würde mich nicht überraschen, in Österreich ist es genauso. Also da jetzt auch wieder zu sagen, ja okay, Regierung gleich Bundesverfassungsschutz, nein. So funktioniert das nicht. Und das kann jetzt niemand nachweisen, ob die wirklich neutral sind oder nicht, aber die sind jetzt nicht von der Partei gestellt oder so. Nazis und Kommunisten hassen beide den Verfassungsschutzwert, ja, weil der Verfassungsschutz Nazis und Kommunisten gleich behandelt. Was unangemessen ist. Vielleicht kommt darauf an, was wir meinen mit Kommunisten. Wenn wir sagen Stalinisten, die genauso ein totalitäres Regime machen wollen, dann ist es angemessen. Wenn jetzt aber mit Kommunisten sowas wie einen Anarchismus meinen, einen kommunistischen Anarchismus nach Kropotkin oder so, dann ist es unangemessen. Weil dann sind das ganz andere Ideologien, das ist meiner Ansicht nach nicht vergleichbar. Das ist halt das Problem. Also erstens einmal, Kommunisten und Nazis, freudscher Versprecher, Anarchisten sind die wahren Nazis, Kappa. Die Gleichstellung, die vom deutschen Rechtssystem da gemacht wird, ist erstens einmal für mich politisch unpassend, ist das eine. Deswegen würde ich es einmal so kritisieren. Und natürlich, wenn du vom Verfassungsschutz verfolgt wirst, wie Kommunisten und Nazis werden, dann mögen die es halt beide nicht. Aber du müsstest argumentieren, wieso Kommunisten rechtmäßigerweise vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und da müssten wir halt auch diskutieren. Anarchie ist ja auch etwas sehr demokratiefeindlich. Kommt jetzt darauf an, welche Anarchie du meinst. Wenn du Anarchokapitalismus meinst, dann sehr richtig. Wenn du einen Anarchokommunismus meinst, wie ich es mir oft wünsche, wo ich weiß, es wird nicht passieren, aber wo ich es mir oft wünsche, dann würde ich das Gegenteil sogar argumentieren. Dann würde ich sagen, dass das eine Ausweitung der Demokratie ist. Was? Ein Zitat, wirklich, das ist in den Tagesthemen drin gewesen, wie der Typ wirklich vom Verfassungsschutz... Aber ja, die vielen Schnitte zeigen einfach, dass er nicht in der Lage ist, diese Punkte on the spot zu verteidigen. Sagt, hey, es ist nicht nur unsere Aufgabe, die Stimmen für die AfD runterzudrücken. Also nochmal langsam, er hat wirklich gesagt, das Ziel ist es, die Partei AfD unten zu halten und das können wir nicht... Das Ziel ist es, eine rechtsextremistische, mutmaßlich rechtsextremistische Bestrebung, was der... was sagen die? Die sagen, es ist ein rechtsextremistischer Verdachtsfall. Das ist ein rechtsextremistischer Verdachtsfall von einer Partei, von politischen Ämtern ferngehalten wird, ist im Interesse des Verfassungsschutzes unabhängig von Parteipolitik. So. Alleine machen, so, da müssen auch noch andere mithelfen. Und das ist halt maximal nicht neutral. Das ist super pro Regierung, kontra Opposition. Das ist nicht kontra Opposition, weil wenn es kontra Opposition wäre, dann müsste sie auch kontra linke Partei und kontra CDU-CSU sein. Ist aber nicht. Es ist nur kontra AfD. Warum? Weil die AfD vom Verfassungsschutz wird sie als rechtsextremistischer Verdachtsfall behandelt, was auch von einem Gericht als rechtmäßige Einstufung behandelt wurde. So. Und damit ist es eigentlich gegessen. Also da kannst du jetzt eigentlich noch argumentieren, was du willst. Aber es ist auch im Interesse einer selbstbewussten Behörde, die die Pflicht hat, die Verfassung zu beschützen, ein Interesse daran zu haben, einen rechtsextremistischen Verdachtsfall und in Teilen sogar rechtsextremistische Organisationen, die gesichert diesen Rechtsstatus verliehen bekommen haben, von Regierungsverantwortung fernzuhalten. Das ist sehr wohl im Interesse. Muss man bei Anarchokommunismus eigentlich die Leute erziehen? Wir reden jetzt nicht über Anarchismus. Schaut Podcast über Tage, hör dir das an, da findest du vielleicht eine Antwort. Aber wir reden hier jetzt hier über den Leo. Das ist halt einfach nicht der Sinn von einem objektiven oder von einem, besser gesagt, neutralen Organ. Ich verstehe völlig, was du meinst. Doch, sehr wohl. Wenn die Aufgabe eines Organs der Schutz der Verfassung ist, dann ist es sehr wohl die Aufgabe dieses Organs, verfassungsfeindliche Landesorganisationen der AfD, wie zum Beispiel in Thüringen und in Sachsen sind, glaube ich, die zwei, die sicher rechtsextrem sind. Es gibt vielleicht noch mehr, aber das sind die zwei, die mir jetzt einfallen, von Regierungsämtern fernzuhalten, weil damit wird die Verfassung beschützt. Und es ist sehr wohl im Interesse auch dieser Behörde, weiterhin einen rechtsextremistischen Verdachtsfall da zu ermitteln. Nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern einfach aus dem Selbstverständnis der Behörde.
meins und ich würde es auch in gewisser Weise unterstreichen, aber weil es für mich einfach zur Menschlichkeit dazu gehört, nicht pro AfD zu sein, weil da halt Menschen an die Macht kommen, meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber auch der Meinung des Deutschen... Entschuldigung, das sind ja auch dieselben Typen, wenn jetzt Asylanträge in der gestiegenen Häufigkeit abgelehnt werden von Gerichten und ich sage, hey, ich finde das unfair, dass wir jetzt irgendwie Fälle, die wir ähnlich behandelt haben vor 10 Jahren, also die wir anders behandelt haben vor 10 Jahren, jetzt auf einmal, weil die Anzahl der Menschen, die herkommen, größer ist, jetzt anders behandeln. Wenn das so ist, ich weiß, dass es in Österreich da hier und da Probleme gegeben hat, wo Richter genau für solche Urteile kritisiert wurden von Medienvertreterinnen, die auch selber Juristen sind, so, dann würden die ja nicht kommen und sagen, ja, da müssen wir uns eigentlich schon anschauen, dass das Recht unabhängig von der politischen Lage agiert und für alle Menschen gleich ist, unabhängig von dem Zeitpunkt, wo sie herkommen, sondern dass nur die objektiv-rechtlichen Kriterien relevant sind, sondern dann würden sie auch sagen, oh, sorry, Gerichtsentscheidung, ja, ist leider so, sorry, kann man leider nichts machen. Das, also die würden das ja dann auch so argumentieren. Also ist ja, denke ich, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Staates nach Faschisten sind. Inzwischen in jedem Bundesland in Deutschland gilt die Partei als Verdachtsfall für Rechtsextremismus. Vom Verfassungsschutz, die wollen die sogar bundesweit ja bald als rechtsextrem einstufen. Aber ja, über den Verfassungsschutz. Also ich meine, sie wollen das nicht. Sie haben gesagt, es ist ein Verdachtsfall und wir ermitteln. Danach muss man schauen, was sie dann mit Informationen tatsächlich tun. Haben wir gerade schon Aber es würde mich wirklich nicht überraschen. Die Partei ist seit dem Zeitpunkt, wo die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall veröffentlicht wurde und jetzt auch gerichtlich aufrechterhalten wurde, es hat sich seitdem nur noch weiter nach rechts entwickelt. Also es würde mich echt nicht überraschen, wenn das bestätigt wird. Und wenn sie dann tatsächlich eine rechtsextremistische Bestrebung ist, bundesweit. Die AfD wird ihre Forderungen im verfassungsmäßigen Rahmen halten. Die FPÖ hat ja auch nicht den Faschismus wieder eingeführt. Noch nicht. Ja, gut, aber man braucht, also ich finde, da braucht man gar nicht so viel diskutieren, weil entweder vertraut man dem oder man vertraut dem nicht. Und ich glaube, sie sind nicht vertrauenswürdig. Und wegen eben zum Beispiel Aussagen wie, hey, wir bekämpfen diese Opposition, ja, aber das ist nicht der... Wir bekämpfen nicht die Opposition, wir bekämpfen rechtsextremistische Bestrebungen, mutmaßliche. Und das ist tatsächlich die Aufgabe der Behörde. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, die Behörde ist scheiße, weil die Behörde ihre Aufgabe erfüllt. Wenn du die Behörde scheiße findest, dann musst du sagen, ja, ich finde es eigentlich prinzipiell unnötig, dass wir eine Instanz haben, die sicherstellt, dass die Verfassung aufrechterhalten wird. Wenn du das Argument machen willst und sagst, ja, Verfassungsschutz ist prinzipiell unnötig, das kannst du von mir aus argumentieren, wenn du möchtest. Aber wenn du sagst, Verfassungsschutz ist notwendig, dann musst du dieser Behörde auch das Recht zugestehen, dieses Ziel zu verfolgen. Wenn es halt darin besteht, die AfD klein zu machen, dann ist es halt auch ihre Aufgabe, dahingehend zu ermitteln. Es ist nicht ihre Aufgabe, jetzt politisch zu agitieren gegen die AfD, das ist nicht ihr Ding, aber sie muss schon eine faktische Analyse der Partei liefern. Also das widerspricht sich überhaupt nicht. Es hat jetzt hier nichts damit zu tun, Opposition oder Nicht-Opposition. Wenn es jetzt darum ginge, dann würden sie ja auch die CDU und CSU als potenziell verfassungsfeindlichen reaktionären Verdachtsfall einstufen. Aber das tun sie ja nicht. Es geht hier halt um diese eine Partei, wo es hinreichend Gründe zu der Annahme gibt, dass die eben schon sich außerhalb des verfassungsrechtlichen Rahmens bewegt. Also ist einfach nicht dasselbe. In gewisser Weise nicht. Sind sie nicht unbedingt vertrauenswürdig. Aber weil es für mich menschlich ist, Faschisten nicht seine Stimme zu geben, wäre das für mich zumindest ein Punkt, den ich komplett unterstützen würde, dass die AfD als bundesweit rechtsextremistisch eingestuft wird. Based fucking King. Jawohl, will ich gar nicht von irgendwas anderem... Ich habe leider keine Argumente. ...überzeugen. War auf jeden Fall interessant, mit dir zu sprechen und cool, dass wir bestimmt da und hier eine andere Meinung haben, aber man kann halt drüber sprechen und... Oh, jetzt macht er den hier. Muss ich deswegen jetzt nicht danach... Wir sind so lieb zueinander gewesen. Ich habe zwar keine Argumente auf deine Punkte gehabt, aber wenigstens bin ich ruhig geblieben. Passen so. Und wie gesagt, wenn wir jetzt über wirklich einzelne Menschen sprechen in der AfD, und damit meine ich jetzt eigentlich nicht Kra und Höcke, sondern halt wirklich irgendwie so Leute, die da sich so reingemoved haben, so die wirklich extremistisch sind, dann sage ich auch so, hey nein, so das hat keinen Platz. Kra und Höcke sind ja nicht rechts. So, das ist logisch. Aber ich glaube eben nicht, dass die gesamte Partei einfach so als faschistisch oder rechtsextrem... Ja,
dann melde dich beim Verfassungsschutz. Schreib denen eine Postkarte. Eingeordnet werden kann und dass die Argumente bzw. deren Ziele nicht unmenschlich sind. Also zu sagen, hey, wir brauchen eine gezielte oder eine... Kommt jetzt eben drauf an, ob sie gegen den Grundsatz der Menschenwürde widersprechen. Also ob sie dem in ihrem politischen Handeln widersprechen. Ich würde sagen, ja, Verfassungsschutz sagt mutmaßlich, bei Bernd Höcke ist das eigentlich relativ eindeutig. Man muss nur ein paar Zitate aus seinem Buch lesen. Wohltemperierte Grausamkeit oder so kann man sich, also da kann man sich schon denken, in welche Richtung das geht. Grausamkeit aber nicht gegenüber mir, bitte, also nicht gegenüber uns Deutschen, sondern gegenüber den Ausländern. Das ist mit der Menschenwürde. Also diese Ansicht, also einmal die Unterteilung zwischen Menschen hier, Menschen da, ist prinzipiell schwierig mit der Menschenwürde, weil theoretisch, wenn wir sagen, jeder Mensch ist frei, es ist gleich an Rechten und an Menschenwürde, dann muss man ja sagen, ja okay, aber dann darf ein Staat auch nicht sowas wie Bürgerrechte durchsetzen, sondern er muss sich prinzipiell auch jenseits seiner staatlichen Grenzen für das Menschenrecht von anderen Leuten auch einsetzen. Also da würde ich, also ich würde tatsächlich an den Menschenrechten schon eine prinzipielle Kritik am Staat formulieren, weil halt unsere Staaten das eindeutig nicht tun, sondern die interessieren sich nur an den Menschenrechten der Personen, die hier sind, und die Menschen, die woanders sind, naja, denen kann es vielleicht gut gehen, aber da haben wir nicht den Standard, dass denen die Menschenrechte zugutekommen müssen. Wenn ja, dann müssten wir anders mit den Menschen umgehen, die zum Beispiel jetzt im Mittelmeer saufen, dann müssten wir anders mit den Arbeitsbedingungen in den Ländern umgehen, wo wir unsere Technologien herbekommen, wo wir unsere tollen Halbleiter herbekommen und so weiter und so fort, wo wir unsere T-Shirts herbekommen, wo wir unser Essen herbekommen, dies und jenes. Also zu sagen, ja okay, so wie wir jetzt den Staat organisiert haben, das wird dem Prinzip der Menschenwürde gerecht. Ja, wenn es das behauptet, dann haben es da eh ins Hirn geschissen. Aber das komplett zu verwerfen, so wie er, und einfach zu sagen, nee, ein Staat hat sich zuerst einmal um seine eigenen Menschen zu kümmern, das ist tatsächlich mit der Verfassung nicht vereinbar, meiner Sicht nach. Eine kontrollierte Einwanderung, das wünscht sich mittlerweile auch jeder, der hier zum Beispiel in den 60ern hergekommen ist aus der Türkei und sieht so, Alter, als ich in den 60er, 70ern in Deutschland so hergekommen bin, da war Deutschland halt Deutschland, so war ein sicheres Land. Das ist tatsächlich jetzt ein Fehlschluss. Also erstens mal ist es ein Argumentum ad populum, also wenn wir jetzt schon den lateinischen Begriff verwenden wollen. Das eine, viele Menschen wollen das, deswegen ist es gut. Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt auch ein falsches Autoritätsargument, weil woher sollen die Menschen, die jetzt schon, die schon hergekommen sind, irgendwie in der Lage sein, zu sagen, dass es gut oder schlecht ist, wenn jetzt noch mehr Menschen herkommen. Also unfassbar. Ah, aber dann gibt es dumme Menschen wie 420.000 Abonnenten. Ich bin mir sicher, da gibt es auch ein, zwei Intelligente darunter, die genau wissen, was er hier sagt, an menschenverachtender Scheiße, aber die das einfach auffressen, weil sie es nicht checken. War cool, jetzt gehe ich hier durch Wedding auf die Straße, muss halt aufpassen, dass ich kein Messer reinbekomme. Aber auch wir Deutschen haben ein Interesse, dass Deutschland irgendwie... Ah, okay, ein nice Argument, Bro. ...wie sicher bleibt und Migration wäre ein Thema, ne, aber auch LGBTQ und Meinungsfreiheit und GZ, das sind alles... Das sind alles Themen, ja, sehr richtig. Zu keinem von denen hast du eine fundierte Meinung, die irgendwie... wert ist, diskutiert zu werden, aber es sind alles Themen, du hast recht. Themen, finde ich, wo die AfD gute Punkte hat. Hast du immer Zitate von AfD-Angehörigen durchgelesen? Also ich höre mir manchmal die Interviews an, also das KRA-Interview mit Jung und Naiv. Zitate. Es gibt halt sehr viele Zitate von AfD-Politikern oder AfD-Mitgliedern. Also da kannst du mir erzählen, was du willst, kann mir jeder erzählen hier, was er will, die halt einfach unmenschlich sind. Da fucking King. Sind Sachen dabei wie, es sind jetzt immerhin, also es ist ein Zitat, ne, nicht aus dem Kontext schneiden, da sind Sachen dabei wie, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde, weil jetzt so viele Ausländer hier sind. Mhm. Und das finde ich krass fragwürdig. Ja, und trotzdem auch jeder, nicht die Aussage ist fragwürdig, die ist für mich komplett unmenschlich, aber ich finde es fragwürdig, dass sich solche Leute dann halt der AfD, also ausgerechnet der AfD anschließen und dann auch ausgerechnet in Masse. Und ich finde, jeder AfD-Wähler sollte sich das zumindest mal anschauen. Oh mein Gott, er wird einfach in seinem eigenen Video zerstört. Er hat die Kontrolle über den Schnitt. Er kann sich aussuchen, welche Interviews er reinnimmt. Und er nimmt eines, wo er nicht nur ein zivilisiertes Gespräch führt, sondern wo er einfach inhaltlich von vorn bis hinten zerlegt wird. Wie peinlich ist das? Also wie dumm muss man... Leo, wie dumm muss man sein? In seinem eigenen Video von vorn bis hinten Punkt für Punkt
so abgewatscht zu werden. Ich bitte dich. Also, oh, und dann auch mal hinterfragen. Peinlich, wirklich, wirklich peinlich, Leo. Okay, warum schließen die sich jetzt ausgerechnet alle diese Leute, warum schließen die sich jetzt der AfD an? Ja, wahrscheinlich, weil eben deren Ansichten am ehesten bei der AfD gefunden werden. Nicht das mit dem Holocaust, aber sowas wie sichere Grenzen. Und bei den Linken und Grünen muss halt nicht ankommen mit sicheren Grenzen. Das ist so wie zu sagen, bei den Grünen sind nur, oder bei den Linken sind nur linksextreme Antifas, die Polizisten zusammenschlagen. So. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Der Unterschied ist, der Verfassungsschutz nicht sagt, bei den Linken sind lauter Linksextremisten, die Polizisten verhauen wollen. Bei der AfD sagt er das aber schon. Gibt das, es das ist der Unterschied. Dort Linksextreme, die dort die Partei unterstützen und deswegen nicht über einen Kamm scheren halt, denke ich, und halt argumentativ daran gehen. Und das auch so. Es ist nicht nur, dass Nazis die AfD wählen, sondern es ist tatsächlich so, dass die AfD im Bundestag Nazis beschäftigt. Also, ist einfach kein Fall. Gemacht, das fand ich cool. Und von daher würde ich mal sagen, langsam wird es Zeit, oder? Respekt an den jungen Mann, dass er bereit war für ein offenes Gespräch. Das ja, dir keinen Respekt, weil du weißt es nicht. Lesen wir uns die Kommentare durch. Oder Chat? Ein Gericht stellt nicht fest, ob du ein Faschist bist oder nicht. Bei dem Urteil ist es Meinungsfreiheit und Person. Das Faschist bezeichnen. Ja, genau. Also ist tatsächlich eine richtige Klarstellung. Das Gericht sagt nicht, er ist ein Faschist, sondern es sagt, es ist rechtlich okay. Ja, ich gebe dem keinen Daumen runter, das ist gut für den Algorithmus. Meine ich. Ist einfach nur, ob du das sagen darfst. Also ist eine gute Klarstellung. Und noch unterhalten können, ohne sich gegenseitig beleidigen, finde ich nicht, du Hurensohn. Bundesverfassungsgericht sagt nicht, dass Höcke ein Faschist sei, sondern nicht, dass er es von der Meinungsfreiheit gedeckt sei, dieses zu behaupten. Ja, aber das ist zum Beispiel bei anderen Personen nicht erlaubt. Also ich glaube, ich darf zum Olaf Scholz, darf ich zu ihm sagen, dass er ein Faschist ist? Ich kenne die Rechtslage nicht so genau. Ja, genau. Also das ist schon was anderes. Also ich glaube, ich darf nicht einfach jeden politischen Akteur Faschist nennen. Er hat sich zivilisiert unterhalten. Ja, Gott. Wie zivilisiert wir alle sind im Gegensatz zu den ganzen Woken, Alter. Was ich immer wieder nicht verstehe, ist diese innere Verweigerungshaltung gegenüber Argumenten, wenn man feststellt, dass das Gesprächspartner einfach besser informiert ist, warum nicht mal Stärke zeigen. Ich muss drüber nachdenken. Welche unbequemen Wahrheiten hätte der Gesprächspartner vom Leo da jetzt bitte anerkennen sollen? Er hat einfach gelogen, der Leo. Und einfach Dinge falsch wiedergegeben. Junge wird sich noch wundern. Ja, wenn die Nazis an der Macht sind, ich weiß schon, wer als Erster ins Lager kommt von den Deutschen. Vor allem, wenn die Wähler als Nazis betitelt werden, dann geht das zu weit. Sei ja auch nicht. Unterstützen halt die Nazi-Partei. Liebe Tiere, deshalb kann ich die CDU nicht wählen, weil dein Parteimitglied mit seinem Hund angeschrien und einen Klaps gegeben hat zu Tiere auf. Verstehe ich nicht. Ich habe mich entschieden, nicht mehr zu atmen, weil die Nazis... Also das sind einfach alles Coping. Das sind alles Cope-Nachrichten. Also, das ist heutzutage unfassbar, wie Leo in diesem Video zerstört wurde. Cooles Interview von dem Typen. Wenn ihr wisst, wer das ist, der soll sich bei mir melden. Ich meine, er wurde zensiert, ich nehme an, er will nicht in die Öffentlichkeit. Aber war richtig based von ihm. Richtig based. Linksfaschist, dann geht's klar. Ja, genau. Oh, dieses Scheiß. So. Tom, wie hat dieses Dings nochmal geheißen? Ah, hast du mir geschrieben? Kannst du mir das bitte auf Discord schreiben, wie das heißt? Diese Creme. Dieses Gel. Für die Verspannung. Ja, für das Nackendings. Was glaubst du denn sonst, Alter?
Tigerbalsam hilft fix. Pferdesalbe. Nein, keine, ich bin kein Pferd, Alter.